Elbe mit Kev reist nach Köln, um die YouTuber Ungestillt, Felix, Tadl und Adi im YouTuber-Haus zu besuchen. Er postet einige Bilder und Updates dazu auf seiner Facebook-Seite. Also schaut dort vorbei, falls ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Das neue große Minecraft-Projekt soll demnächst starten. Vor ein paar Tagen war die erste Aufnahme, was aber nicht heißen muss, dass die ersten Folgen schon in den nächsten Tagen kommen werden. Es ist möglich, aber eher unwahrscheinlich. Was genau es wird und wann es kommt, werden wir dann doch noch alle sehen. Wie jede Woche wurden wieder Abonnentenmeilensteine geknackt. Let's Tadl hat die 500.000 Abonnenten und PeteSweet hat die 1,5 Millionen Abonnenten. Das sind wirklich unglaubliche Zahlen. Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. So, das war's jetzt auch schon mit den Minecraft News, also fast. Das war jetzt leider Gottes die kürzeste Folge, die wir jemals hatten. Aber es ist sich nicht anders ausgegangen, wir haben keine Themen gefunden und es ist gerade 18:30 Uhr, das heißt, die Folge müsste eigentlich schon draußen sein. Wir stehen auch unter Zeitdruck, aber natürlich können wir den Minecraft-YouTuber der Woche nicht auslassen. Und da haben wir diese Woche wen genommen, den wir eigentlich schon sehr lange kennen, und zwar den JustinLP. Grüße an dich. Du bist Minecraft-YouTuber der Woche, denn du machst eigentlich extrem gute Videos und du passt eigentlich auch perfekt als Minecraft-YouTuber. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Und bis zum nächsten Mal. Bye.